Jetzt kriegen wir ihn. Um ihn zu verletzen und zu betäuben. Testen wir mal. Wow, wie man den Schein keinen Schaden machen. Da kann die Kia auch nichts machen. So, einen wunderschönen Liebeskorbmannschaft. Wir sind wieder zurück in Far Cry Primal. In dem Gebiet der Udam. Im Gebiet der Udam. Und das werden wir mal für uns jetzt in Beschlag nehmen. Mit unserer Kitty. Die hat richtig Spaß jetzt daran, hier die Viecher mal auseinanderzunehmen. So richtig Spaß hat sie. Aber zuerst kommt unser Uhu. Und boom! Weg damit. Dann gucken wir mal hier. Hier ist noch ein Mammut. Könnte man mit dem Mammut was anstellen? Ich glaube schon, oder? So, ist da jemand drauf? Nee. C. Gucken wir mal, was wir hier haben. Da ist der Störenfried. Aha. Niemand hat's gesehen. Niemand hat's gesehen. Niemand. Verstanden? Niemand hat's gesehen. Hier noch jemand? Dann können wir doch anzünden, oder? Meins. Okay, da oben ist noch einer. Uhu. Und Batz. Weg damit. Und wir haben es geschafft. Und das Leuchtfeuer leuchtet. Und wir haben unseren Safe-Punkt. Leuchtfeuer erobert. 11 von 16. Sehr nice. Jetzt können wir hier gemütlich auch hinreisen. Und dass wir wieder irgendein Zeug holen müssen. Hier, wie heißt es? Irgend so ein, fällt mir gerade nicht, ach, wie heißt denn das komische Zeug, was ich holen musste? Gegengift! Dass wir da wieder hier hinkommen, ohne Gegengift zu holen. Perfekt, würde ich sagen. So, dann wollen wir mal Ults Höhle finden. Und dabei ein Wollmammut nicht erschrecken. Nee, ist kein. Doch, ist kein Wollmammut. Was rede ich denn da? Es ist ein. Bist du. Warum ist es aggressiv? Sag mal. Spinnst du? Ey! Kitty! Ich hab nichts gemacht. Los, Kitty, schnapp es. Mach's fertig. Ja. Gute Kitty. Verkacktes Jack. Kann doch nicht wahr sein. So, nochmal Biene herstellen. Läuft. So, was ist denn da hinten los? Hm. Dann mal weiter nach vorne.
paar von diesen Nordblättern holen. Wer weiß, wann ich das gebrauchen kann. Was rennt denn da jetzt rum? Geier! Naja. Solange der oben am Himmel bleibt, ist alles in Ordnung. Hä? Da ist was Weißes. Was ist denn weiß? Hi, wer bist du denn? Keine Ahnung, wer ihr seid, aber ich konnte euch takedownen. Und Kiddy wollte sich gerade... Na, guck mal hier. Nom nom nom, Kiddy. Oh, lecker Mensch. Hey, nicht schon wieder. Kiddy. Mach was. Genau, mach ihn fertig. Was geht mit der Katze? Hey. Wie hinterlistig und fies die Katze ist. Guck mal. Die große Kitty macht gerade hier, kümmert sich gerade um einen anderen. Den komme ich mal ran und nerv die mal. Oder die wollte nur spielen. So nach dem Motto, touch, touch, du bist dran, fang mich. Kann ja sein, dass die Katze fangen spielt. Sah jedenfalls so aus. Kam an, hat meine Kitty irgendwie im Hintern betatscht und dann so, ha, fang mich. So, dann gucken wir mal. Hey, nö, was zum? Dein Scheiß Ernst? Mein schöner Vogel! Und gerade mein Vogel holen, was geht? So, was haben wir denn hier? Ein Paar. Ein paar viele. Ein bisschen höher. Ja, dann würde ich sagen. Oh nee, da hinten ist auch noch was. Oh Mann, es sind ganz schön viele. Na, aber die großen kann ich glaube ich nicht machen, oder? Warnung, zu weit entfernt. Ja, dann fliege ich wieder zurück. Gut, das sind viele. Kitty, da haben wir einiges zu tun. Wow. So. Haben die uns entdeckt? Nee, oder? Das sieht erstmal gut aus. Oh. Ich fasse es nicht. Wirklich jetzt? Hat er. Ist er echt da jetzt reingeschlittert? Wie geil ist das denn bitte? Au. Und wo denn? Oh nein, der schon wieder. Okay, genau, kümmere dich darum, Kitty. Ich guck, dass ich den bisschen krieg. Perfekt! Mit Doppeldingern ist perfekt. Hat er sich jetzt echt gerade geduckt? So. Alles safe, alles gut. Okay, mit zwei Bögen gleichzeitig können wir die Megatypen machen, das ist kein Problem. Müssen wir uns merken. Na, wo ist denn hier noch einer? Hä?
Verstehe ich jetzt gerade nicht, aber okay. Wo denn? Du! Kitty, kümmere dich drum. In der Zwischenzeit mache ich den hier. Mit zwei Schuss ist echt mega nice, die Viecher wegzumachen. Mit Pfeilen bestückt hier. Ja, kein Problem. Nur noch der hier. Wow. Perfekt. Okay. Jetzt machen wir den großen Mega-Otto fertig. Der hat keine Chance gegen uns. Gucken wir mal, wo der ist. Schön vorsichtig, Kitty. Er könnte von überall auftauchen. Das ist sein Heimatgebiet. Er kennt die Höhle in- und auswendig. Da musst du schön aufpassen. Oh. Hehe. Kitty? So, was haben wir denn hier? Sieht aus, als würde hier jemand Essen zubereiten. Aus dem Weg, Kitty. Na toll, wie kommen wir jetzt? Da ist auch einer. Los, schnapp ihn dir. Je weniger die hier rumlaufen, desto besser. Wir haben ganz schön komische Sachen hier rumhängen. Hm. Bin aufgespießt, sagst du? Lol. So ein dickbauchiges Viech. Aha. Kitty, kümmere dich mal drum. Ach, hat doch keine Lust. Na, okay. Hat er nochmal Glück gehabt? Na komm, wo sind die? Oh, da ist einer. Da hinten müssen wir hin. Ah. Kommen die jetzt von allen Seiten? Kitty, pass schön auf. Zwei. Nochmal zwei, weg ist er. Perfekt. Na kommt. So, schön die Bienen drauf. So, noch jemand? Boah, die ganzen großen Megafischer, wie die jetzt hier alle ankommen. Oh Gott.
Ein Glück. Habe ich jetzt diesen Doppelbogen mir geholt. Ich muss sagen, der kann einiges. Und heilen sollte ich mich ja auch mal. Oh nein, nicht schon wieder. Kili, pass bloß auf. Der ist richtig heftig. Pfeile mitnehmen. So, wo ist denn der? Da drüben. Weg ist er. Kili, komm her, kriegst ein Leckerli. Nom 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 nom. Lecker Fleisch. So. Höhle ist geklärt, jetzt müsste eigentlich nur noch der Boss da sein, oder? Da ist er, oder? Nee. Aber ist eine schöne warme Quelle hier. Jetzt muss er hier sein, oder? Da! Jetzt kriegen wir ihn. Um ihn zu verletzen und zu betäuben. Testen wir mal. Wow, wie wir an den Schein keinen Schaden machen. Da kann die Kia auch nichts machen. Oh, da ist er. Aber Hälfte Leben hat er schon weg. Lol, wie habe ich... das habe ich gar nicht gemerkt, was ich da gerade gemacht habe. So, schnell mal die Kitty aufheben. Kackte Bienen. Müssen noch hier überall Viecher rumlaufen? Lol. Habt ihr das gesehen? Wie geil das gerade war? Ups, daneben. Mal schnell die Key wieder aufheben. Kili, bleib stehen, kriegst noch was zu essen. Dass du ein bisschen länger aushältst gegen den. Nice. Ab, da hat er wieder. Und runter mit mir. Oh, ich glaube, das wird nichts, oder? Bienen, 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 Bienen. Hat
Hat er was in der Nase? Nice. Oh. Heilen, heilen, heilen. So, Kitty heilen. Was da auf mich zukommt. So, Bienen. Pfeile. Und in sein Gesicht. In your face, sozusagen. Mist, daneben. Als ob der meine Kili mit einem Schuss machen kann. Oder mit einem Schlag besser. Ja genau, beschmeiß mich. So, friss Bienen und stirb. Ich hab dich doch gleich. Er ist hinter mir. Jetzt muss die Kitty aber jetzt wieder ran. Ja, gute Kitty. So, du Penner. Aus die Maus. Erst muss er sein Kind beruhigen, sagst du, oder? Yep, Familie kommt an erster Stelle. Okay. Tja. Dann stirbt er und die Kinder bleiben bestehen. Ja, wenn es denn sein muss. Und sie ist seine Tochter? Naja, dann nehme ich sie auch mit. Sieg, der Tod von Ul.
Ja, ich glaube, seine Tochter hat es bei uns bestimmt viel schöner. Also, wir haben schöne warme Hütten, sind schön am Wasserfall. Also, sie wird es bei uns gut haben, wenn sie nicht auf Rache aus ist. Was ich nicht hoffe. Reicht schon, wenn ich noch gegen die im Süden Krieg ziehen muss. Also der Norden ist befreit, würde ich fast sagen. Und ich muss sagen, der Kampf, also man mu sollte ja die Eiszapfen benutzen. Ul ist tot. Bring mir sein Ohr. Nein, aber ich bringe zwei Kinder. Die Gesichtsausdrücke. Ja, das ist eindeutig die Tochter von den Uhl. Was hörst du denn? Die Schreie sind stumm? Ha, gern geschehen. Ah, da kann jemand wieder lachen. Nice. Evolution in Aktion. Freigeschaltet. Den Erfolg. Udam, Heiligtum abgeschlossen. Aha. Und jetzt? Da oben ist noch was. Hier ist noch was. Einmal mit ihnen reden und mit ihnen. Legende des Mammuts. Nee, das da. Aber zuerst gebe ich ihnen mal die Dinger, die er haben wollte. Beziehungsweise. Hallo, wer bist du denn? Na. aber das sehen wir in der nächsten Folge, wenn ich ihnen sein Heilmittel gebe. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und denkt dran, Leute, immer schön den Lachs auf den Tisch knallen, ne?